Jetzt ist er gerade wieder so weit. Sensationell startet jetzt gerade und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich freue mich, euch mindestens über einen Bildschirm lernen zu kennen. Oh, das ist gleich mal Lampenfieber von jeder Sendung her. Ja, aber das hängt natürlich schon damit zusammen, dass mein Selbstwertgefühl nicht wahnsinnig ausgeprägt ist. Ich zweifle immer wieder an mir. Woher kommt das? Das hatte ich schon in der Schule. Ich hatte immer Angst zu versagen. Ich frage auch nicht, wie bumsest du? Liegst du oben oder unten? Und wie machst du es im Detail? Und die Assoziationen kommen ja dann sofort. Und ich finde, das ist für mich privat. Deine Sendung, Hashbacher, hat 785 Folgen gehabt. Mhm. Und dann hat man sie einfach abgesetzt. Hat dich das auch enttäuscht, weil die Quoten sind ja stark gewesen? Hallo miteinander, wir starten dieses neue sensationelle Jahr und schön, sind ihr wieder mit dabei. Abonniert mich noch schnell, abonnieren, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Sendung mehr von sensationell, weil wir haben spannende Gäste in nächster Zeit bei uns. Und heute, auf den Gast habe ich mich mega gefreut, ist bei mir der Kurt Eschbacher. Hast du viel zu tun gerade im neuen Jahr? Ja, also ich bin eigentlich jemand, der gerne viel zu tun hat, weil erstens hält es mich auf Trab, zweitens hilft es mir auch, so ein bisschen den Tag einzuteilen, weil sonst hockt man umeinander, liest stundenlang Zeitung und geht noch ein bisschen mit dem Hund spazieren. Und das kann ja nicht der Sinn des Daseins sein. Also ich genieße es, auch gefordert zu werden. Du bist, das darf man wohl sagen, 75 und bist immer wirklich noch voll aktiv. Ja, und ich glaube, es ist so interessant, dass man immer Alter mit Krankheit assoziiert. Also so viele Leute haben das Gefühl, dass man sich über das Alter nachher auch wie gesellschaftlich rauszieht, dass man immer ein bisschen weniger macht, dass man Preste hat. Klar, die kommen vielleicht irgendwann mal, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass man in jedem Alter sich mit Disziplin gesund erhalten, dass es eine gewisse Eigenverantwortung gibt, nicht primär zu jammern, sondern positiv durch den Alltag zu gehen. Dass man sich auch in diesem Sinn betätigt, sei es geistig, sei es körperlich, aber auch sei es gesellschaftlich, indem man Leute einladet und nicht irgendwo versimpelt in seiner Wohnung. Und darum ist für mich dass die Konnotation zwischen Alter und Krankheit, Isolation, älter werden, gebrechlicher werden, finde ich nicht mehr opportun. Mhm. Oder man ist ja noch vor 80, 90 Jahren durchschnittlich knapp 60 geworden, vor 100 Jahren Durchschnittsalter 49, jetzt ist es 83 und das sind ja doch auch Chancen aus diesen geschenkten Jahren, wo man als Gesellschaft und als einzelner Mensch hat, etwas Positives zu machen und ich glaube, das muss jeder für sich auch lösen. Mhm. Kurt, wenn du dich mit einem Wort müsstest beschreiben, wer ist der Kurt Eschbacher? Ein Stichwort. Ein neugieriger Zweibeiner. Eben, das hat dich schon immer ausgezeichnet, eben im Journalismus, wo du überall warst, oder? Das erste Mal vor der Kamera gestanden bist du ja 1982, oder? Also richtig im Fernsehen. Ja, aber Ende 81 so, ja. Mhm. Per Zufall. Karussell, ja. Oder? Ja, genau. Mhm. Mhm. Wie war das? Schrecklich. Also ich hatte ja nie irgendwie die Absicht gehabt, Karriere als Journalist zu machen. Ich habe Nationalökonomie studiert und bin in der Industrie gelandet, respektive habe nachher die Grüne 80, das ist eine Gartenbauausstellung, die in den 80er Jahren in Basel stattgefunden hat, geholfen auf Beitstellen. Und das war ein super Job, weil man musste auf einen bestimmten Moment, also 1. April 1980, musste eine riesige Ausstellung funktionsfähig Türen aufmachen und Gäste empfangen. Und da habe ich viel gelernt, auf einen Punkt zu arbeiten und auch mit Medien zu arbeiten und was es heisst, Journalisten vom Radio, vom Fernsehen, von den Zeitungen zu überzeugen, dass das, was man macht, auch einen Sinn gibt.
Und das war eigentlich so das Handwerk, das ich dort gelernt habe. Ich war verantwortlich für das Marketing. Und am Schluss sind über 6 Millionen Menschen die Ausstellung anschauen. Und in diesem Sinn war es auch erfolgreich. Wahrscheinlich auch meine erste öffentliche Tat war die Tatsache, dass ich ein Defizit von 6 Millionen hinterlassen habe. Aber, ganz viel Erlebnis auch verbunden mit dieser Ausstellung. Und das war eigentlich der Gump zum Fernsehen. Genau, die haben dich dort entdeckt, nämlich, wenn du dort auf einem Modell gezeigt hast. Oder? Und du bist recht gut angekommen, oder? Ja, also ich finde es immer noch eine Horrorsequenz, wenn man das selber anschaut. Da hat man ja immer ein bisschen Mühe, weil man all seine Fehler und seine falschen Abzweigungen geistig kann nachvollziehen kann. Aber das war der Grund, dass Karussell gesagt hat, komm doch zu uns arbeiten. Die Ausstellung war fertig, Ende 80. Und ich eigentlich eine Weltreise machen und habe gefunden, das Angebot für beim Fernsehen etwas machen ist eigentlich interessant. Das ist vielleicht so eine Expedition von 2-3 Monaten und da sind irgendwie 30 oder fast 40 Jahre geworden daraus. Aber eben, es war die Neugier, die mir gesagt hat, das wäre doch lustig. Besser als im Backoffice von der CS oder der UBS zu arbeiten oder stellvertretender Bürochef oder Steuerverwaltung in Bern zu werden, in den Medien etwas zu machen. Aber ich habe eigentlich nie geplant, dass das für den Rest des Lebens ein Inhalt könnte sein. Perfekt. Und jetzt, Kurt, bin ich auch neugierig, was du in unserer ersten Kategorie zum Trinken wählst. Weil wir kommen zu unserer ersten Rubrik, die heisst Kaffee, Tee oder Mehl. Ja, Kurt, was hättest du gerne zu trinken bei uns in der Show? Also jetzt ist eine ideale Zeit für einen Apéro. Perfekt. Gibt es bei euch ein Gläschen Wein? Oder ja, Weisswein, Rotwein? Ja, wenn schon Weiss. Okay, nehmen wir einen Weisswein zusammen. Ja. Freut mich. Sehr gut. Eben, du hast es vorhin schon mal angesprochen, du hörst dich manchmal oder siehst dich auch nicht selber so gerne, oder? Du hast immer ein bisschen Mühe mit dem gehabt. Im Fernsehen. Aber das haben, glaube ich, alle. Mhm. Also, ich kenne fast niemanden, der findet, er sei geil auf einem Foto. Ja. Vielleicht all die Influencer, die 700 Filter brauchen, aber das ist ja dann nicht mehr das Konterfei, das Wahre, sondern das ist sowieso ein Betrug. Aber man sieht natürlich all seine Schwächen, aber ich finde es jetzt nicht nur ästhetisch ist für mich es immer wieder ein Problem gewesen. Ich bin jemand, der sehr schnell Fehler bei mir selber analysiert. Also, was könnte ich besser machen? Wieso ist mir das nicht in den Sinn gekommen? Was habe ich hier vergessen? Welche Abzweigung habe ich nicht verwünscht? Und das ist so eine Art von Selbstkritik, die manchmal sehr zerstörerisch ist, aber gleichzeitig auch eine Aufforderung, wirklich dran zu bleiben und probieren, Sachen besser zu machen. Also, ich bin nicht selbstzufrieden, sondern zum Teil krankhaft selbstkritisch. Das kann sehr schmerzhaft sein, kann einem auch schlaflose Nächte schenken oder bringen. Aber letztendlich finde ich, ein Leben, wo man nur so zufrieden vor sich hin dümpelt, zu wenig spannend. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich es wichtig finde, sich Ziele zu setzen, wo man nicht sicher ist, ob man sie erreicht. Ziele zu setzen, wo man vielleicht sogar daran scheitert. Und in dem Sinne der Selbstzufriedenheit auch ein bisschen entgegenzuwirken und sich in Schwung zu behalten. Im Sinne von, was könnte ich besser? Mhm. Was kannst du am besten? Zuhören. Zuhören? Danke vielmals. Das stimmt, absolut. Du hast dich auch nie auf Sendungen also schon vorbereitet, aber nie Fragen der Gäste schon präsentiert, oder? Du bist da immer sehr locker und spontan dran angegangen. Ja, spontan ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich glaube, wenn man mit einem Menschen öffentlich redet, der jetzt wie im Fernsehen vielleicht ein paar Hunderttausend auch mitbekommen, was man sagt, hat man als Journalist verpflichtet, sich im Detail vorzubereiten. Wirklich im Detail. Das heisst, tagelanges Studium der Lebensgeschichten. Das ist aber auch spannend. Man taucht ein in Sachen, die man nicht kennt. Aber nachher heisst das aber nicht eine Theatervorstellung, dass man mit dem Gast übt,
auf diese Frage bitte geben Sie eine kürzere Antwort, sondern sich in dem Sinn sicher fühlt, dass man sofort das Leben einordnen kann, aber nichts abgemacht hat. Weil ich glaube, das interessiert letztendlich, sei es in deiner Sendung jetzt oder im Radio oder Fernsehen, aber auch im Journalismus, interessiert es, wie reagiert ein Mensch auf eine Frage. Und das offen zu lassen und das zu passieren. Das bedeutet aber, dass man als Journalist muss bereit sein, sich zu überraschen lassen. Und sofort zu schalten, aha, jetzt ist der Weg, den der Mensch gewählt hat. Und auf das einzugehen. Also, man kann nicht mit einem fixen Konzept an einen Menschen herangehen, sondern mit einem möglichst profunden Wissen. Das ist für mich die Vorbereitung. Und spontan ist nachher das Gespräch. Und wie sich es entwickelt, warum dass man jetzt plötzlich da thematisch landet und nicht dort. Und die Offenheit, trotz dem Zeitdruck, das ist ja beim Fernsehen ist ja oftmals Zeit der Inhalt. Und du weißt, jetzt habe ich noch 40 Sekunden. Und dann sollte man einen Schlusspunkt finden. Und der Gast hat gerade ausgeholt und dachte, um Gottes Willen, bis das erzählt ist, geht das noch Minuten. Aber die Challenge zu haben, das finde ich die Herausforderung. Und das ist auch in dem Sinn real life, das wahre Leben. Jetzt kommt das Tram, jetzt muss ich aufs Tram, danke vielmals. Und jetzt kommt etwas Nächstes. Also darum meine Reaktion, dass alles spontan war, viel. Aber die Vorbereitung, und das dünkt mir etwas, wo ich manchmal den Eindruck habe im Journalismus, ist das nicht so. Ein bisschen sehr. Mhm. Man nimmt sich nicht mehr Zeit, jetzt mit dieser Aufgabe, die eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Nicht mit einer Meinung, sondern mit dem Wissen und nachher aufgrund von der Recherche, wenn man jetzt ein Gespräch macht, ein Gast lernen zu kennen oder wenn man zu einem Thema etwas schreiben muss, das kann unter den Bedingungen von einem möglichst umfassenden Wissen machen. Heute ist es ein bisschen Copy-Paste und Hauptsache die Nachricht hat viele Klicks. Und das ist für mich der Tod von einem seriösen Journalismus, wenn es um Klicks geht und nicht um die Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fragen. Mhm. Kann ich sagen, Prost. Inhaltlich mal anstoßen bei uns in der Sendung. Wir tun den Inhalt lernen vom Glas. Aber deine Sendung, Eschbacher, hat 785 Folgen gehabt. Mhm. Und dann hat man sie einfach abgesetzt. Hat dich das auch enttäuscht, weil die Quoten sind ja stark gewesen? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, logischerweise hat es mich enttäuscht. Ich habe gewusst, es gibt ein Ende. Ich bin dort schon weiter über das Pensionierungsalter aus gewesen. Aber ich hätte gerne das Ende selber bestimmt. Also das ist halt so ein bisschen Egoismus. Und dann ist das nicht von mir bestimmt worden, sondern von Dritten. Ein bisschen mit der Begründung, es braucht jetzt jemand Jungs und vielleicht eine Frau. Und ich kann damit total leben, aber was ich gedacht habe, ist vielleicht einfach eine gewisse Gefahr. Wenn Genderpolitik gemacht wird, und ich rede jetzt nicht von mir, sondern grundsätzlich, wenn es nicht darum geht, die beste Person für diesen Job, unabhängig von Hautfarbe, von der sexuellen Ausrichtung, vom Geschlecht und so weiter zu finden, sondern wenn es darum geht, jetzt muss eine spezifische Person das machen, unabhängig von, weitestgehend unabhängig von seinen Kenntnissen oder Können, dann finde ich, ist Gender eine Irreführung in jeder Hinsicht von der Öffentlichkeit. Es gefährdet Wissenschaft, es gefährdet in dem Sinn die demokratischen Regeln. Und es gefährdet letztendlich auch das Wollen gut sein, das Wollen zu lehren, das Wollen in diesem Wettbewerb, wo, finde ich, auch beruflich stattfinden
ich möchte etwas leisten. Und nicht Arbeit ist etwas Furchtbares, das mein Leben zerstört, sondern ich möchte auch mit der Arbeit etwas leisten, zerstört das die Voraussetzungen. Und das dünkt mich schade. Und bis heute macht es immer noch keine Frau? Nein. Hätte ich das dann auch, aber hätte ich das vielleicht auch enttäuscht? Nein. Also ich muss sagen, es ist mir nicht darum gegangen, nicht mehr öffentlich stattzufinden. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Was für mich interessant ist, und darum mache ich auch heute noch Moderationen, ich freue mich, Matinees zu machen mit Menschen, die man begegnet und kann befragen. Mich hat immer interessiert, Geschichten hinter Gesichter. Und zwar wirklich zuhörend zu erfahren, was ein Mensch motiviert in seinem Dasein. Mhm. Und nicht der Bildschirm war eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Es ist, wenn ich als Kurt Eschbacher weiss ich was, frage, ob der Herr Bundesrat XY oder Frau Bundesrätin mit mir möchte reden, sagt ja, da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Wenn ich aber sage, ich, Kurt Eschbacher, übrigens SRF oder Fernsehen, möchtet ihr nicht zu mir ins Sendung kommen, habe ich eine Chance. Mhm. Und das ist, ja, so Träume verwirklichen, das war es. Und ist heute immer noch genau gleich. Und nicht über den Schweizer Illustriert auf dem Titelbild zu landen. Eben, du brauchst nicht die Kamera, sondern du willst eigentlich zwischen den Menschen schauen. Ja, genau. Mhm. Aber das Lustige ist auch noch, du hast so lange Fernsehen gemacht, über 40 Jahre. Aber du hast gleich noch Lampenfieber von jeder Sendung gehabt. Ja, aber das hängt natürlich schon damit zusammen, dass mein Selbstwertgefühl nicht wahnsinnig ausgeprägt ist. Ich zweifle immer wieder an mir. Woher kommt das? Das hatte ich schon in der Schule gehabt. Ich hatte immer Angst gehabt, zu versagen. Das hat sich auch in körperlichen Reaktionen gezeigt. Also, wenn ich bin gefragt wurde vom Lehrer oder später an der Uni vom Professor, was ist eure Antwort auf die Frage? Und ich dachte, jetzt muss ich leisten. Jetzt muss ich die perfekte Antwort geben. Und ich weiss es nicht. Und dann habe ich schon die Frage vergessen und habe nur an etwas gedacht, ich kann wahrscheinlich nicht die richtige Antwort geben. Und dann ist die Hitze so von den Zehenspitzen aufgestiegen ins Gesicht. Und ich wusste, das Einzige, was ich jetzt mache, ist rot werden. Und, dann ist es doch schlimmer geworden. Genau. Ja. Und mich schäme, dass ich meinen Erwartungen, nämlich die richtige Antwort zu geben, nicht kann genügen. Also das Gefühl abzustürzen, das Gefühl nicht zu genügen, das hatte ich als Mensch eigentlich immer und hatte es auch heute noch. Und ich scheitere eigentlich primär immer wieder an den eigenen Erwartungen, die ich an mich stelle und merke, dass ich sie nicht wirklich erfüllen kann. Das ist noch eine dumme Voraussetzung, wenn man älter wird, weil alles ein bisschen komplizierter wird und man vielleicht auch nicht mehr so schnell reagieren kann. Aber es ist aber gleichzeitig, und ich sehe das nicht nur negativ, ist es eine Aufforderung, dran zu bleiben, eine Aufforderung, nicht aufzugeben, eine Aufforderung, an sich zu arbeiten, besser zu werden. Und das, denke ich mir, ist eigentlich etwas sehr Positives, wo ich dankbar bin, dass ich es habe, aber gleichzeitig hadere mit der Angst vor dem Absturz. Mhm. Es ist schon noch eindrücklich, dass du so viel erreicht hast und auch grosse Samstagabendsendungen moderiert hast und du dann gleich immer noch die Selbstzweifel hast? Vielleicht ist das auch die Frage, das habe ich gemerkt, Angst vor dem Versagen heisst auch, an sich zu arbeiten. Das heisst aber gleichzeitig auch, sich zu fokussieren. Also wenn ich Lampenfieber habe, dann fokussiere ich mich total auf den Moment. Also was will ich jetzt, was haben wir für Gäste, was will ich von denen erwarten, wann muss ich irgendwie ein Rad schlagen und wann einfach ganz still sein. Also der Fokus ist durch Lampenfieber möglich. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich nicht einen hohen Puls habe, dann werde ich schludrig und dann mache ich Fehler, wo also, ich denke, nein, aber wieso passiert mir so etwas? Also es hat alles auch seinen Vorteil. Auch wenn man leidet und in dem Sinne die Hose gestrichen voll hat vor einem Auftritt, ist es gleichzeitig doch auch etwas Positives, weil ich du performst besser dann. Genau, in dem Moment funktionieren, wo ich muss.
Kurt, ich würde sagen, wir kommen zu einer weiteren Kategorie bei uns. Und die heisst 1 von 3. Ja, Kurt, bei 1 von 3 darfst du eins von diesen 3 Gouverts auslesen. Dahinter versteckt sich ein Stichwort. Mhm. Und zu dem stelle ich dir dann eine Frage. Okay, nehmen wir das Blaue. Das Blaue? Mhm. Super. Weißt du was, ich mache es gerade auf, dann kann ich die Kamera heben. Das ist fast ein bisschen einfacher. Ah, das ist noch spannend. Ernährung. Wie ernährst du dich jetzt mit 75? Schaust du, bist du ein gesunder Esser? Wie also, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Okay. Also, bisher hat die Ernährung bei mir primär Lustgewinn bedeutet. Also, Genuss. Wein, Fleisch, etwas Feines, eine gute Soße und so weiter. Ich koche auch gerne. Danach ist Nina Ruge auf mich zugekommen vor einem Jahr und hat gesagt, Kurt, mit dir möchte ich gerne einen Podcast machen. Über was? Über Langlebigkeit. Aha, ja, das interessiert mich. Also ich will nicht möglichst lang leben, aber ich möchte möglichst lang gesund leben. Jawohl. Also dort hat man schon mal angefangen, hat mir also die Domina gesagt, kein Fleisch mehr essen. Nur noch eine Mahlzeit pro Tag möglichst. Okay. Und so weiter. Viel Salat, viel Gemüse, Omega-3, wenn überhaupt, ein bisschen Fisch und so. Also, 12 Folgen von diesem Podcast sind im Kasten und ausgestrahlt. Und ich muss sagen, ich habe umstellen. Cool. Ja, ich tue jetzt Intervallfasten. Für alle die, die nicht wissen, wie das geht. Also 8 Stunden darf man essen, also nicht ununterbrochen, aber während 8 Stunden genau. Ist so ein Slot zum Essen und 16 Stunden tut man fasten. Sprich, das, was unsere Eltern und Grosseltern gesagt haben, du musst rechts morgen essen, dass du kräftig bist für den Tag, das lassen wir aus. Frühestens so 12:01 nehme ich einen Salat oder eine Suppe oder irgendetwas. Und dann will ich so gerne auch im Sinn von so der geselligen Möglichkeit, das Nachtessen mit dem Partner oder mit Gästen, dann essen wir etwas Nacht, aber nicht spät. Das habe ich geändert. Daneben, Frage Ernährung, gibt es viel mehr Gemüse und viel weniger Fleisch. Und ich leide nicht darunter, muss ich ehrlich sagen. Also, manchmal ist es so ein äusserer Input, dass ich gesagt habe, ja, ich bin der kritische Fragesteller, aber ich wollte da nicht so Körnchenpicker werden. Ja. Führt dazu, dass man auch in diesem Alter offen ist für Änderungen. Wie schwer ist dir das gefallen? Überhaupt nicht. Am Anfang habe ich mich ein bisschen gesträubt und aber ich habe gefunden, nein, aber jetzt so ein feiner Salat. Und was sind die Erkenntnisse von gesund alt werden? Und da gibt es eigentlich 4 Sachen. Das ist ganz simpel. Eine riesige Studie von einer Professorin, Frau Ferrari, die verantwortlich ist für die Altersforschung in der Schweiz im Triumli-Spital und im Weiz-Spital und auch als Professorin in Frankreich einen Lehrstuhl hat. Bischof Ferrari heisst sie. Und die hat in einer riesen Studie wirklich evidenzbasiert herausgefunden, es braucht diese Faktoren. Also erstens mal braucht es Bewegung. Die kann man sich selber geben. Absolut. Es braucht ein bisschen Krafttraining, aber also nicht jetzt weiss ich was für Gewicht stemmen. Aber Muskelkraft nimmt 5% pro Jahr ab. Und das, ist, das hast du auch gemerkt, habe ich im Interview gelesen. Ja, ja, genau. Das ist also noch erschreckend. Also, Bewegung braucht es. Nachher braucht es Gesellschaft. Auch das kann man mit einer Jassrunde oder mit Einladungen oder mit gemeinsam einen Kaffee trinken und so weiter kann man das erreichen. Dann ist die Ernährung ganz wesentlich, dass man genügend Omega-3-Säuren zu sich nimmt. Das ist in Fisch. Aber das kann man auch. Früher Mutter hat bei uns in der Suppe Fisch dran. Schrecklich. Sie sind so Augen sind geschwommen in der Suppe. Und das hat gestunken, bestialisch und den ganzen Tag aufgestossen. Man kann Omega-3 zu sich nehmen über mediterrane Ernährung.
aber auch über Kapseln. Die muss man jetzt nicht von Haien gewinnen, sondern die kann man auch aus Algen gewinnen. Ja. Dann eine weitere Grösse ist, wenn man älter wird, und das hat auch mit der Ernährung zu tun, aber auch mit dem Draussensein, fehlen einem Vitamin D. Mhm. Und das überkommt man über die Sonne. Mhm. Im Alter kann die Haut nicht mehr so viel Vitamin D aufnehmen, wie früher, wenn man jung ist. Und man mag auch nicht so lange an der Sonne sein. Oder man tut sich schützen, um nicht Hautkrebs zu bekommen. Und damit ist die Bildung von Vitamin D ist reduziert. Das führt zu Knochenbrüchen und das führt auch zu Problemen mit den Zähnen und so weiter. Also, wenn man diese Sachen berücksichtigt, dann geht es einem viel besser. Ja. Und du merkst einen Unterschied? So. Mhm. Mhm. Es braucht so vielleicht 3-4 Monate, bis man den Unterschied merkt. Und ich habe zum Glück einen Hund, eine Labradorhündin namens Amelie. Und die zwingt mich pro Tag sicher 5-6 Kilometer zu laufen. Also das heisst, meine Schrittnotwendigkeit ist schon bereits absolviert. Das ist mal das eine. Und das andere ist wirklich, dass die Zufuhr von sättigen Sachen führt dazu, und das zeigt die Studie, das Krebsrisiko um 40%, also alle Krebsarten um 40% zurückgeht. Mhm. Verrückt. Und dass in dem Sinn auch das Demenzrisiko um 30% zurückgeht, wenn man das alles berücksichtigt. Also für mich ist es eine neue Art, mit Selbstverantwortung sein Leben zu gestalten. Nicht zu warten, bis man krank ist, isst, bis man fast platzt, ein Diabetes überkommt und am Schluss sagt, jetzt muss Gesellschaft und Krankenkasse für mich sorgen, mhm. Weil ich habe jetzt, das sagt man dann natürlich nicht, zu viel gefressen, zu viel gesoffen, zu viel geraucht und jetzt bin ich krank und jetzt schaut. Ja. Und das sind die letzten 3 Jahre vom Leben furchtbar, weil man sie in irgendeinem Pflegeheim verbringt. Alles das, man hat immer noch das Pech, dass Sachen passieren. Aber alles das kann man auch selber ein wenig steuern. Und der Podcast heisst 2 hoch 2 und kann man bei Blick schauen. Genau. Genau. Perfekt. Und da können wir in diesem Jahr weitere Folgen nehmen. Ich hoffe es, ja. Die nächste Kategorie bei uns, die könnte mehr spannend werden, die heisst nämlich bei uns noch nie gesagt. Ja, Kurt, bei «Noch nie gesagt» gibt es irgendetwas, was du noch nie den Medien erzählt hast und du hättest schon mal gerne darüber geredet, bist aber noch nie gefragt worden? Dann würde ich es auch jetzt nicht erzählen. Nein, ich kann dir nicht helfen. Du bist ein offenes Buch eigentlich und redest eigentlich über das meiste, oder? Finde ich schon, ja. Es gibt keine Tabuthemen. Aber ich bin jetzt auch nicht einer, der findet, die Medien sollten jetzt auch noch über das etwas wissen, was sie noch nie gefragt haben. Absolut, ja. Du hast ja auch recht lange gebraucht, bis du in die Öffentlichkeit gegangen bist. 49 warst du, dass du homosexuell bist. Mhm. Der Familie und den Freunden hast du schon mit 19 gesagt, oder? Aber die Öffentlichkeit erst mit 49. Wieso das? Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, ich habe nie ein Doppelleben geführt. Ich hatte nie eine Vorzeigefreundin, um zu vermeiden, dass man komische Fragen stellt. Und es hat nicht nur Familie und Freunde gewusst, sondern auch jeden Arbeitgeber und auch die Leute, die mit mir in der Arbeit zusammengearbeitet haben. Was ich zu selber Zeit schwierig fand, ist das Reduziertwerden auf seine Sexualität. Es war mir immer wichtig, zu sagen, ich mache das als in dem Sinn engagierter Journalist oder in den Gebieten, die ich gearbeitet habe, als in dem Sinn engagierter Mitarbeiter. Und nicht primär, und das ist besonders dann, wo ich sehr viel öffentlicher geworden bin, als Schwule, die auch noch Fernsehen macht. Mhm. Und darum, du hast auch nie auf das reduziert werden eigentlich. Genau. Und darum habe ich auch jedem Journalist, logischerweise, die alle gesagt, ja, aber du bist doch schwul. Und ich gesagt, ja. Haben wir jetzt die Überschrift? Und ich gesagt, nein. Mhm. Weil dort ist es ja nicht darum gegangen, zu selber Zeit und auch in meinem Fall, dass man
Schwulsein als gesellschaftliches Phänomen diskutiert, sondern nur, habe ich die Schlagzeilen oder hat das die andere Zeitung? Und das hat mich gestört und darum habe ich gefunden, nein, es ist kein Versteckspiel, aber es ist auch nicht ein Zuspielen von Schlagzeilen, wo nachher sich jemand damit brüsten kann und sagen, ich habe das Coming-out von dem oder der kann ich übernehmen. Und bin durch das auch ein guter Journalist. Hat es mal eine Schlagzeile gegeben, die dich vielleicht auch verletzt hat? Nein, aber wo der plötzlich halt doch Schwulsein als Schlagzeile rausgekommen ist, habe ich ein interessantes Phänomen gefunden. Mein Vater war dann leider schon tot. Er ist sehr früh gestorben. Dass meine Mutter gesagt hat, also wieso hätte das jetzt passieren müssen? Jeder Kiosk, wo ich vorbeilaufe, hängt so einen Aushang mit dir und mit dieser Meldung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja nichts Neues, das weißt du ja seit 30 Jahren, oder? Ja, aber trotzdem, dass jetzt das muss auf dem Plakat stehen. Und ich habe sie irgendwo begriffen, weil es ist für sie auch eine Reduktion war von meiner Person auf mein sexuelles Verhalten. Und ich frage auch nicht, wie bumsest du? Liegst du oben oder unten? Und wie machst du es im Detail? Und die Assoziationen kommen ja dann sofort. Und ich finde, das ist für mich privat. Und nicht jetzt in dem Sinn kommerzielle Geschichte. Und das war der Grund, wieso ich gefunden habe, ich möchte nicht auf meine Sexualität reduziert werden, sondern ich möchte gemessen werden, was ich gut und was ich nicht gut mache als Mensch. Dort kann man mich kritisieren oder herausfordern, aber nicht über das, was im Bett passiert. Mhm. Und übrigens, ich finde immer, Liebe ist nicht zu qualifizieren, zu wem und wie auch immer, dass sie stattfindet, sondern sie ist, finde ich, jetzt ein wichtiges Phänomen, das das Leben bereichert. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr, oder in die 80er Jahre allgemein. Ein Interview ist mir in Erinnerung geblieben von dir. Damals auch bei Karussell ist der Klaus Kinski zu dir gekommen. Ja. Es hat sozusagen Geschichte gemacht. Ja, genau. Er hat mehrere Millionen Aufrufe sogar auf YouTube. Genau, also Klaus Kinski war ja bekannt als sagen wir mal, relativ impulsiver Schauspieler. Er hat das auch immer wieder bewiesen in den Filmen mit dem Herzog und so weiter. Ja, und bei mir, das war eigentlich toll, ich habe mich gefreut auf das Interview. Aber hast du gewusst, das könnte aus dem Ruder laufen? Ich habe gedacht, es ist nicht ganz einfach, oder? Und er war ziemlich besoffen oder verdrögelt und hat eigentlich gar auf keine Frage eine Antwort gegeben und hat immer gejammert, er habe ein trockenes Maul. Ja, genau. Ja, genau. Und ich habe gedacht, es könnte etwas in diese Richtung passieren. Und dann haben wir ihm also Whisky hergestellt und alles. Es war eine Comedy-Show und nicht ein Schauspielerinterview. Erfahren habe ich nichts, gelitten habe ich furchtbar, weil ich dachte, aber irgendetwas muss ich rausholen aus diesem Film. Eben, die Sendung war immer live, oder? Ja, genau. Irgendetwas muss ich rausholen zum Film, rund um diesen Menschen. Weil als Schauspieler war er ja wirklich epochal gewesen, aber ich glaube, er hat alle Regisseure zum Wahnsinn getrieben. Und ist dann ja, halt am Schluss auch relativ früh gestorben. Mhm. Und der Hausi Leutenegger ist ja dort auch noch auftreten. Der hat eine kleine Rolle gehabt. Aber der hat mich dann irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert, sondern hauptsächlich der Kinski, der total gefangen war in dieser Welt von jetzt Drogen, Alkohol oder was auch immer. Und der hat doch kein Interesse gehabt an so einem jungen, komischen Fragesteller, Rede und Antwort stehen. Aber das hat mich eigentlich, habe ich immer wieder erlebt. Ich habe ein Interview gemacht mit Andy Warhol, wo ich zum Teil auch erklüpft bin, wie schrecklich das er ausgesehen hat. Also die Perücke so ein bisschen schräg und hat grosse Hautprobleme gehabt. Und ich bin
total fasziniert gsi von dieser Haut, die dauernd irgendwie so etwas aufgesprungen ist. Und er eigentlich nichts anderes hat gewusst sagen als «I love your shirt». Okay. «Ich finde dein Hemdli toll». Gibt es eine andere Situation, weißt, wo du dich noch magst daran erinnern, wo du geschwitzt hast, wo du wirklich nicht gewusst hast, wie komme ich wieder aus dieser Situation raus? Also ich habe eine Sendung gemacht über Sex. Ist das Gelb Pastell sogar? Genau, ja. Mhm. Und dort ist die Frau Uta Ranke-Heinemann, Professorin für Theologie, konvertiert vom Katholizismus zu der protestantischen Religion, mein Gast gewesen. Und ich wusste, das ist eine extreme Kritikerin von der katholischen Kirche. Also auch, das war in den 80er Jahren, ja. Mitte 80er Jahre. Man hat dort eigentlich gewusst, dass Priester sich nicht richtig verhalten und Missbrauch betreiben. Und dass das fast zum Teil Motivation war, Priester zu werden, weil man viele junge Buben oder Mädchen hat können verführen, weil man dann noch eine Autoritätsperson war. Gleichzeitig, und das ist eigentlich verrückt, oder? Und die Gesellschaft hat weggeschaut. Und gleichzeitig ist AIDS grassiert. Und dass sie Millionen von Menschen gestorben. Und man hat immer gesagt, AIDS ist eine schwule Krankheit. Oder? Und, aber gewusst hat man, dass über den Geschlechtsverkehr übertragen wird. Und der Papst hat zu selber Zeit immer noch behauptet, man darf kein Kondom brauchen. Als Katholik, guter Katholik, ist der Gebrauch von Kondom verboten gewesen, weil die Kirche braucht ja Nachwuchs. Also es gibt ja nicht Sex zum Vergnügen, sondern es gibt ja nur Sex zur Vervielfältigung von der Person, also zum Produzieren von Kindern. Und in diesem Gespräch haben wir über diese Sachen geredet und ich habe schon gewusst, es wird heikel. Und habe schon mal vorangemeldet, dass man vielleicht ein Live-Telefon aus der Sendung zu Bischof von Chur machen kann. Oder zur Bischof-Konferenz. Vielleicht muss man da die Leitung parat haben, wenn es aus dem Ruder läuft. Und dann sagt halt die Frau Ranke-Heinemann, der Papst ist ein Mörder. Weil er verbietet im Wissen, dass ein Virus übertragen wird über den Sexualverkehr, verbietet er Kondom. Damit wird er eigentlich zum Mörder an der Gesellschaft. Ich habe gefunden, das muss ich jetzt stehen. Das ist auch ein bisschen meine Meinung, aber ich konnte das nicht negieren. Und dann ist ein Shitstorm entstanden. Dann sind Briefe geschrieben worden, wahrscheinlich damals hat man ja noch nicht das Internet gehabt. Ja, und sofort die Sendung in Frage gestellt worden. Die Bischofskonferenz hat das Telefon nicht abgenommen, wo ich dachte, man könnte jetzt vielleicht da irgendwie eine Gegenmeinung einholen. Die haben wahrscheinlich schon vermutet, dass es ein bisschen schwierig wird. Und es ist eine Klage eingereicht worden, die am Schluss vor Bundesgericht ist gescheitert, dass ich in dem Sinn Konzession verletzt habe von der SRG, weil ich Menschen in ihrem Glauben beleidigt habe und dass ich gar nicht tragbar bin für einen Sender als Moderator. Interessanterweise, nachdem das Urteil ist gefällt wurde, hat mir der damalige Direktor, Schellenberg, hat er geheißen, gesagt, jetzt moderierst du die Sendung zu diesem Urteil. Und wir haben gedacht, ja, wahrscheinlich kommt uns die Polizei verhaften. Und es ist nichts passiert. Also ich habe irgendwie 20 oder 30 Jahre Sendungen moderiert ohne Erlaubnis. Ja, Gelb Pastell, sowieso eine legendäre Samstagabendsendung. Ja. Eben so etwas wäre wahrscheinlich heute auch nicht mehr möglich. Nein, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft von Mutlosigkeit. Mhm. Die nächste Kategorie bei uns ist vielleicht nicht so mutlos. Und die heisst zum Schluss der Schuss. Ja, gut, bei unserem letzten Spiel, bei unserem Studiospiel zum Schluss der Schuss, darfst du mit denen drei Pfeile auf unsere Dartscheibe schiessen und musst möglichst viele Punkte erreichen. Ich gebe den Pfeil mal rüber.
Du weißt ja, dass Dart in der Zwischenzeit ganz erfolgreich ist und Hunderttausende von Leuten herlockt, sowohl als Fernsehen, darum machst du das auch. Absolut. Wie viel hast du auch die WM geschaut? Ja, aber ein Freund von mir hat die geholfen organisieren. Und ich habe immer gelacht darüber und habe gesagt, da bringst du keine Sau vor den Bildschirm. Und er sagt, doch. Und siehe da, das ist ein riesiges Geschäft. Absolut. Apropos. Gut, du darfst schiessen. Oh, der ist oben durch. Ja. Next. Oh! So, nicht 23, aber ein 20er. Super. Sehr gut. Und noch der letzte. Ja. Ich bleibe bei 20. Ich zähle es zusammen. Es sind, glaube ich, 20 Punkte. Ja, Kurt. Du hast 20 Punkte bei uns geschossen. Ich glaube nicht so meisterhaft. Nein, aber es ist im sehr guten Mittelfeld. Wir haben schon Leute bei uns, die haben alle drei Pfeile in die Wand geschossen. Also es ist manchmal schwierig. Du weißt, dass wir im Karussell ein Spiel hatten. Das war das sogenannte Pfeilspiel. Okay. Da haben wir einen Zuschauer genommen, einen Pfeil auf eine Schweizer Karte schiessen. Und die Aufgabe war vom Moderator, innerhalb von 24 Stunden aus dem Ort, wo der Pfeil gelandet ist, eine Reportage zu machen. Oh, okay, das ist spannend. Mhm. Ja, perfekt. Ja, es ist eh schade, dass es Karussell nicht mehr gibt, weil das ist eine sehr innovative Sendung. Genau, oder? Also, das war super. Ja. Look, Kurt, als Dank, dass du bei uns warst, habe ich für dich noch ein Geschenk. Ich muss das schnell unter den Tisch. Und zwar von unserem Sponsor von Fleurop, eine Männerpflanze. Was ist männlich an dieser Pflanze? Das ist ein George, heisst die. Es gibt ganz unterschiedliche von denen. Mhm. Die kannst du nur mit heinen. Ja, super. Wir haben dann für dich auch sogar noch einen Karton. Ich stelle sie mal schnell hier rüber. Perfekt. So, super. Hey Kurt, was steht bei dir in nächster Zeit noch? Ganz viel und ich bin wirklich gespannt auf das neue Jahr, wo wir jetzt hier angefangen haben. Ich habe zwei neue Podcasts, die kommen. Wo aber sehr ernsthafte Themen behandeln. Pneumokokken, also Bakterien, die in die Lunge gehen, was das bedeutet. Und ein Podcast über Nierenkrebs. Und das, denke ich mir, ist wirklich so eine Herausforderung, mit Patienten, mit Ärzten, mit Forschern über solche Themen zu reden und die auch begreifbar dem Publikum näher zu bringen. Nachher ist in Luzern die Matinee, die eigentlich schon geplant ist bis 2025, glaube ich, oder? Genau, wo ich extrem gerne mache, weil hier in Luzern ist es so ein treues Publikum, wo jedes Mal der Saal voll ist im Kleintheater und Leute, die neugierig sind und sich freuen über Geschichten, die ich darf erzählen mit unseren Gästen. Ja, und daneben gebe ich ein Heft raus. Mhm. 50 plus heisst das, richtig, oder? Richtig, ja. Mhm. Und dort ist jetzt natürlich sechsmal im Jahr grosse Aufregung, weil programmiert, dass, welche Themen kommen an, was wollen wir machen und wie funktioniert das mit den Ideen. Also, langweilig wird es nicht. Hey, Kurt, danke, bist du da im Sensationell, habe ich sehr gefreut. Und ich wünsche dir alles Gute für das neue Jahr. Vielen Dank für die Einladung und ich gebe Sorge zu Pflanzen. Perfekt. Du bricht erstatten nach einem Jahr. Ja, das freut mich sehr. Danke. Ja, und ich danke auch euch natürlich. Schön, dass ihr in der ersten Sendung wieder eingeschaltet. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Abonniert mich doch noch. Es würde mich sehr freuen. Macht's gut. Und bis dann.